Hallo? Ja. Hallo, guten Tag, mein Name ist Felix Hans, ich bin ein Kundenberater von Supporting-Abteilung von Onlinehandel. Guten Tag. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Gerda? Ist das richtig? Ja. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht der Terror wieder weiter. Wir haben wieder zwei ganz nette Betrüger am Telefon, die nicht besonders schlau sind. Aber auf jeden Fall alles besser wissen, das kennen wir ja von den Betrügern nicht anders. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung bei diesen zwei neuen betrügerischen Telefonaten. Guten Tag. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Gerda? Ist das richtig? Ja. Herr Gerda, grüße ich Sie. Mein Name ist Sarah Williams und ich melde mich von Bitcoin Smarter. Das ist Handelsplattform, wo Sie sich registriert haben, richtig? Ja. Prima, ich bin Ihre offizielle Ansprechpartnerin, Herr Gerda, und mein Job ist Ihnen dabei helfen mit technischer Sache. Und natürlich soll ich von meiner Seite alle wichtigen Informationen geben. Ist das okay? Ja. Okay, dann machen wir alles Schritt für Schritt. Die erste Frage ist von meiner Seite, ob Sie Erfahrung haben in diesem Bereich, oder? Das Ja. ist alles Neue. Haben Sie Erfahrung? Gut, also haben Sie alleine gehandelt mit Experten, oder? Ja. Also haben Sie das alles alleine gemacht? Ja. Okay. Ich sage Ihnen, welche Benefits bekommen Sie von unserer Firma, ja? Sie wissen das, wir haben ein Auto-Trader-System, ein Software. Wir haben ganz neues Software, das heißt MetaTrader 5, ja? Und dieses Programm läuft alleine mit Algorithmus, Aber ja? Sie wissen MetaTrader das. 5 ist doch nicht neu. Sozusagen, das ist ganz neu, aber Nee. welcher ist ganz neu, Herr Girda? Was? Ja, aber das ist neues System, Nee, MetaTrader 5. MetaTrader 5 gibt's schon ganz lange. Ich Ja, hab da aber das das Programm auf dem heißt, Computer. dass das ist neues Programm, ja? Ja, das Neueste, aber das ist ja trotzdem schon ein paar Jahre auf dem Markt. Ja, richtig, Herr Also ist ja nicht Girda. mehr neu. Okay, und ja. Und dieses Programm läuft alleine mit Algorithmus, ja, Sie wissen, ja. Das heißt, Sie brauchen dafür nicht so viel Zeit und deswegen, das ist Ihr bequemes Programm, ja. Dieses Programm liegt auf technischer Analyse, Herr Gerda, aber wenn Sie zum Beispiel mehr Informationen brauchen, ja, ist ja auch kein Problem, weil bekommen Sie von unserer Seite einen Experten und unsere Experten, die Sie im Handelsprozess begleiten. Also die haben alle VIP-Signale, alle fundamentalen Informationen, zum Beispiel, was hat heute Joe Biden gesagt, was hat Elon Musk in Twitter geschrieben über Bitcoin, über Dogecoin und so weiter und so fort, ja. Und welche Situation haben wir jetzt gerade in Europa, ja, Krieg zwischen Russland und Ukraine. Sie wissen, da sollen wir mit richtigen Produkten handeln, Ja, ja. aber warum müssen Sie Und mal alle ausnutzen am Telefon? was meinen Sie genau, Herr Ja, irgendwie Gerda? nutzen das immer alle aus mit dem Krieg. Alle müssen immer davon erzählen. Haben wir nicht mal andere Themen? Okay, also das war als Beispiel, Herr Gerda, ja? Das ist aber ein Okay, schlechtes sagen Sie mir, Beispiel. wie. Nehmen Sie mal ein anderes. Okay, alles klar. Woher kommen Sie eigentlich, wenn ich fragen darf? Von draußen. Okay, alles klar. Herr Gerda, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Mit mindestens mit 250 Euro, oder? Nee, hier stand doch was mit 1.900 Euro, soll ich einzahlen? Na, also bei uns Minimum Einstiegskapital 250 Euro, Herr Gerda. Ja, also Nee, das ist natürlich, mir da zu haben Sie wenig. Mit so ein Möglichkeiten. bisschen, mit so ein bisschen Pisse spiele ich nicht rum. Ja, okay, dann fangen wir an, mit welcher Summe möchten Sie? Das ist ja auch kein Problem, ja? Ja. Aber, ja, dann machen wir Folgendes. Wir haben Partnerschaften mit verschiedenen Firmen. Das heißt, dass wir, Sie können Ihr Handelskonto aktivieren mit PayPal, Visa, Mastercard. Sie können auch mit Online-Banking eine Transaktion tätigen oder mit Wallet. Wenn Sie benutzen ein Wallet in Kraken oder Coinbase, können wir in Kryptowährung eine Transaktion machen. Das ist ja auch kein Problem. Tja, und hier wieder eine ganz dicke Warnung. Sobald ihr tatsächlich Kryptogeld besitzt und schon habt und das dann da überweist,
Tja, Kryptogeld ist auf jeden Fall noch weniger nachvollziehbar als normales Geld. Also eine normale Banküberweisung, ne? Also SEPA-Lastschriftmandat oder ja, meinetwegen auch eine Überweisung oder auch Kreditkarte. Hier gibt es Firmen, die damit zusammenarbeiten. Bei Kryptogeld, naja, da gibt es dann eigentlich keine Hinweise mehr, wo das Geld hingegangen ist und es ist dann komplett weg. Tja, zurückholen kann man das Geld in der Regel nicht mehr, wenn man das in Kryptos eingezahlt hat. Ich meine, auch beim normalen Bargeld oder digitales Geld ist ja egal. Grundsätzlich ist es immer schwierig, hier sein Geld wieder rauszukriegen. Aber bei Krypto ist Schluss. Die nette Tante hier hört sich ja zumindest schon mal ein kleines bisschen professioneller an, als man hier die meisten Betrüger am Telefon hat. Sie drückt sich ja wenigstens halbwegs vernünftig aus. Dass sie hier wieder nicht aus Deutschland ist, kann man wieder ganz klar raushören. Dass sie nicht auf der Höhe ist, auch. Aber sie gibt sich immerhin Mühe und das ist das Problem. Das Problem dabei ist, hier könnte tatsächlich der eine oder andere dann schon darauf reinfallen, weil ja mehr oder weniger dann doch tatsächlich ein halbwegs anständiges Gespräch erstmal stattfindet. Ja, und damit ist der Betrug dann auch ziemlich gefährlich. Denn der ein oder andere, der sich jetzt mit dem ganzen Krempel hier nicht auskennt, könnte blind sein Geld hier einfach einzahlen. Wie machen wir das, Herr Gerda? Dann nehme ich PayPal. Sie möchten mit PayPal. Okay, und mit welcher Summe möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren mit PayPal? 7.300 Euro. Und auch nochmal einen Hinweis zu PayPal. Ja, man hat natürlich bei PayPal den PayPal-Käuferschutz. Soweit ich weiß, bis 500 Euro ist erstmal alles bummelig ziemlich sicher versichert. Aber nur dann, wenn man Ware kauft, und auch nur in Deutschland, sind es Auslandstransaktionen und digitale Produkte, wie zum Beispiel Software, die man sich runterladen kann. Na, oder eben jetzt hier solche Trading-Geschichten. Ja, dann ist das Geld weg. Das erstattet euch PayPal nicht wieder, weil das Produkt hat man ja theoretisch digital nutzen können. Nur weil es einem nicht gefallen hat, ist man nicht in der Geldzurückgabegarantie dabei. Man bekommt nur die Garantie, wenn man das Produkt nicht erhält oder wieder zurückschicken könnte. Ja, und somit ist der PayPal-Käuferschutz auch in diesem Fall hier komplett sinnfrei. Und greift einfach nicht. Die Kohle ist genauso weg, wie wenn ihr mit anderen Möglichkeiten das Geld einzahlt. PayPal wird das euch das nicht erstatten. Und sich da auch nicht hinterklemmen, dass ihr in irgendeiner Weise das Geld dann doch wiederbekommt. Überweist man hier freiwillig seine Kohle? Tja, dann ist das Geld weg. 7.300 Euro? Mhm. Okay, ganz kurz bitte. Ich überprüfe Ihre E-Mail. Das ist paul.girda@mdcfan.de, ja? Mhm. Und unter diese E-Mail-Adresse haben Sie ein PayPal, ja? Weil bekommen Sie von PayPal eine Rechnung und mit dieser Rechnung sollen Sie die Transaktion von Ihrer Seite bestätigen, ja? Aber ich überprüfe ganz kurz, bitte bleiben Sie bitte ganz kurz am Apparat, okay? Ich überprüfe etwas in Finanzabteilung, ganz kurz. Und genau genommen überprüft sie jetzt nichts in der Finanzabteilung, sondern sie fragt einfach nur irgendeine Kollegin, die da schon im Hintergrund sitzt und wahrscheinlich die ganze Zeit zuhört. Ja, da bittet sie einfach nur um irgendwelche Informationen, Nachfrage, was sie jetzt machen soll, ich weiß es nicht genau. Der Betrug funktioniert ja bei den Betrügern irgendwie immer nicht alleine. Die müssen ja da immer noch jemanden im Hintergrund haben. Währenddessen wir die jetzt hier veralbern und deren Zeit verschwenden, kann man sich wenigstens sicher sein, dass es das Geld von 2 Mitarbeitern kostet, wenn man sich mit denen hier unterhält. Nur zum Nachmachen kann ich das Ganze natürlich nicht empfehlen, denn wenn ihr das mit euren echten Daten macht, tja, dann ist das immer so eine Sache. Die haben eure echten Daten und das ist hier keine Firma, wo man gut Kirschen essen gehen kann. Denn es ist und bleibt hier Finanzbetrug. Und das grenzt auf jeden Fall an mafiöse Strukturen. Da sollte man definitiv nicht seine Finger mit am Telefon verbrennen und die hier weiter verärgern. Von daher der Hinweis, wenn ihr solche netten Kreaturen am Telefon habt, legt einfach auf. Beendet das Gespräch. Wenn die nochmal anrufen, geht einfach nicht ran. Versucht die Telefonnummer zu blockieren, sofern ihr das ja die Möglichkeit dazu habt und die nicht jedes Mal mit einer neuen Telefonnummer anrufen. Versucht es wenigstens, dass ihr nicht mit denen in Kontakt kommt. Denn, tja, wenn die einmal bei euch anrufen, ihr werdet die nicht mehr los.
Ja. Guten Tag, Herr da. Ich grüße Sie. Mein Name ist Sandra Werner von der Handelsplattform. Ja, Sie haben gerade mit meiner Kollegin telefoniert. Ja. Es geht um den Handel mit einem automatischen Programm. Ja, Gerdas, Sie haben gesagt, dass Sie mit 7.300 Euro anfangen möchten. Ist das richtig? Nee, das ist gelogen. Okay, dann mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Na, mit 17.300 Euro. 17.000, okay, 17.000, alles klar. Das ist auch falsch, 17.300. Ja, das habe ich verstanden. Ich habe extra dafür, weil ich hatte ja mit einer Kollegin davor schon mal gesprochen und ich sagte, wenn ich das Geld zusammengekratzt habe, dann mache ich nochmal so eine Anmeldung da bei euch, damit ihr nochmal anrufen könnt. Und weil wir sind jetzt extra so verblieben, dass ich gucke, dass ich jetzt jemanden die Handtasche klaue. Und da war jetzt tatsächlich auch mehr Geld drin, als sie dachte. Deswegen würde ich auch gleich mehr einzahlen. Ganz genau. Ja, Gerda, dann können Sie sich auf unsere Webseite einloggen. Ja, kann ich jetzt die Zugang... Haben Sie schon eingeloggt, oder? Sind Sie schon mal eingeloggt, oder? Haben Sie jetzt die Zugangsdaten, Herr Gerda? Ich habe gemeint, die einmaliges Passwort und die Benutzername ist Ihre E-Mail-Adresse. Soll ich eine E-Mail senden mit Zugangsdaten? Ja. Okay. Können Sie mir noch einmal Ihre E-Mail-Adresse sagen? Paul.gerda, was kommt danach? @mdccfun.de. Aha, okay, ganz kurz bitte, ich werde gleich eine E-Mail senden, das bekommen Sie von meiner Kollegin, von Frau Williams, ja? Ja. Ganz kurz bitte. Und als erstes sende ich Ihnen ein fertiges Link, okay? Und als Betreff schreibe ich einfach Link und sage ich Ihnen auch die einmaliges Passwort, ja? Prima. Und können Sie sich einloggen. Habe ich gesendet. Überprüfen Sie bitte Ihre Posteingang. Ja, schau mal, Moment. Paul Reinhardt hier von der BaFin. Wie kann ich behilflich sein? Hallo? Ja. Ja, und dann haben wir sie jetzt komplett verwirrt. Tatsächlich habe ich die Mitarbeiterin jetzt hier in meine Warteschleife gelegt, wo ich auch der Meinung bin, bei uns läuft definitiv schönere Musik als bei den Betrügern in der Warteschleife. Ja, aber letztendlich, ich habe die Dame jetzt nur in die Warteschleife gelegt und habe mich dann als BaFin ausgegeben. Stimmt natürlich nicht, aber ich glaube, die haben wir hier so schockiert, dass die nicht mehr wusste, was sie jetzt noch tun soll. Und vor lauter Schreck hat sie das Gespräch hier tatsächlich sofort abgebrochen. Schade, die hätte ich gerne noch eine Weile zur Rede gestellt, hat hier in diesem Gespräch leider nicht so gut funktioniert, wie es geplant war. Aber ich habe euch noch ein zweites Telefonat mitgebracht, ja, wo es auch nicht viel seriöser wird als wie in diesem Gespräch hier. Wer mag, kann gerne schon mal was in die Kommentare schreiben, was er hier von diesem netten Betrug gerade gedacht hat. Hallo? Ja? Hallo, guten Tag, mein Name ist Felix Hans, bin ein Kundenberater von Supporting-Abteilung von Onlinehandel. Alles gut bei Ihnen? Herr Karl Schaumkamp-Pimmel? Ja. Super, das freut mich. Ach, wie schön der nette Mitarbeiter das hier auch wieder betont hat. Den Herrn Schaukelpimmel haben wir nun wieder am Telefon. Ja, dann lassen wir uns hier mal von dem netten Mitarbeiter verschaukeln. Ich möchte Ihnen kurz fragen, ob Sie Erfahrung mit Onlinehandel haben. Haben Sie schlechte Erfahrung oder gute Erfahrung? Ja, gute Erfahrung. Okay, super. Ja. Wissen Sie, wie funktioniert Onlinehandel? Ja, ich gehe auf Amazon und bestelle da, was ich gerne haben möchte und gehe dann auf Bestellen. Und dann kommt das an. Okay. Okay, ja. Wann haben Sie Zeit später? Was soll ich anrufen Sie? Und ja, ich erkläre über Onlinehandel. Jetzt habe ich Zeit. Okay, ganz kurz. Ich bin dann mit meinem Chef, okay? Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Markus Fadel. Mein Name ist Schaukelpimmel. Bitte? Mein Name ist Schaukelpimmel. Ah, Herr Schaukelpimmel, ja? Ja. Grüß Gott, wie geht es Ihnen heute? Ja, wenn ich ihn sehe.
Super, das freut mich. Also, ich möchte Ihnen also etwas vorstellen, wenn Sie gerade Zeit haben. Ja. Also, es geht über eine automatische Software, da wir zu letzter Zeit also unsere Entwickler also entwickelt haben, ne? Aha. Also, diese automatische Software läuft voll von alleine, okay? Weil diese automatische Software ist normalerweise durch einen Algorithmus entwickelt, damit das selber läuft, ne? Verstehen Sie mich? Ja, ja, und das wurde entwickelt, damit es alleine läuft, mit einem Algorithmus, von einem Entwickler, ja. Genau, Sie werden es also schauen. Dieser Programm können Sie entweder auf Ihr Handy oder auf Ihr Laptop, Rechner, ich weiß nicht, was Sie da haben, also installieren, einfach öffnen. Das ist die, genau so wie eine App, so wie WhatsApp oder Facebook. Einfach da ein Konto öffnen, anmelden und die Programm wird voll alleine arbeiten, okay? Und Sie werden die Profis und die Operationen sehen. Voll von allein. Genau. Ich weiß nicht, wo sind Sie momentan so interessiert, mehr an welchem Markt? Ist das eine Fangfrage? Bitte? Eine Fangfrage? Das ist eine einfache Frage, weil normalerweise heutzutage es gibt verschiedene Märkte, so wie Forex, Kryptowährung, Aktien, Dieschen, Öl, ich weiß nicht, wo sind Sie mehr interessiert? Oder ist gemeinsam? Ja, auf welchem Markt sind Sie denn? Ich, ehrlich zu sagen, in Kryptowährung bin ich mehr interessiert. Aha. Mhm. Und was macht man da denn genau bei euch in der Firma? Ist das dann Trading oder wie nennt man das? Ja, Trading, genau, Handel. Ja, also Online-Handel. Also CFD. CFD. Ja. Mhm. Aha. Okay, super. Verstehe. Genau, er versteht. Also ich glaube, da bin ich mir nicht so sicher, ob der überhaupt irgendwas versteht von dem, was ich von mir gebe. Ja, und mal davon abgesehen, die Störgeräusche da aus dem Hintergrund, die sind ja auch wieder alles andere als irgendwie ertragbar. Ich weiß nicht, was Sie sich immer dabei vorstellen, da mit dem Krach im Hintergrund, wozu der dienen soll, aber eigentlich macht er nur die Leitung nur noch schlechter, als sie das so schon ist. Da nützt nicht mal eine neue Telefonanlage was. Und wenn die Qualität schon scheiße gesendet wird, naja, dann kann man sie auch nicht mehr großartig verbessern. Ich versuche natürlich immer so ein bisschen die Geräusche im Hintergrund rauszufiltern, dass die nicht mehr ganz so extrem sind. Allerdings kann man leider nicht alles rausfiltern, weil dann habt ihr nur noch quasi ein Unterwassergespräch. Dann hört sich das so an, als wäre das Gespräch unter Wasser, wenn man einfach viel zu viel Frequenzen rausfiltert. Das macht dann die Qualität am Ende eigentlich auch schlechter. Es ist schon Wahnsinn. Die versuchen einen hier wirklich über... Also ich verstehe es nicht. Ich finde auch kaum Worte für... Der labert einfach irgendwas. Ich frage den, von was für Markt er denn da jetzt anruft. Und er sagt, ja, Krypto. Aha. Also mal jetzt mal im Ernst. Ich weiß es nicht, was der sich hier einbildet. Und ich weiß auch nicht, warum man auf sowas reinfällt. Ich verstehe es einfach nicht. Natürlich gibt es immer Situationen, ja, die man nicht mitbedenken kann. Aber manche Sachen sind einfach so gruselig und unterirdisch. Und da fragt man sich wirklich, was soll das? Warum machen die das und warum fällt da einer drauf rein? Also ich meine, warum die das machen, ist klar, die wollen dann eure Kohle. Aber weiß ich nicht. Da muss man wirklich schon dolle gutgläubig sein, um darauf reinzufallen. Aber es gibt halt leider jede Menge Opfer, die genau da ihre Kohle drin versenken. Genau. Sind Sie gerade zu Hause? Auf meinem Stühlchen sitze ich. Auf Ihrem Stühlchen. Haben Sie vielleicht ein Handy oder einen Rechner? Sowas hat er, ja. Bitte? Sowas hat er. Mhm. Damit ich Ihnen erstmal dieses Programm zeigen kann. Welchen Programm? Diese automatische Software. Wie heißt die Software? Ich werde Ihnen das zeigen. Mhm. Können Sie beim Google gehen? Nee, ist mir zu weit weg. Nach Kalifornien ist mir zu weit.
Okay, können Sie beim Handy gehen? Mein Handy ist an meinem Ohr, da muss ich nicht hingehen. Bitte? Mein Handy ist an meinem Ohr, da muss ich nicht hinlaufen. Ach so, Ihr Handy auf Ihr Ohr. Ja. Okay. Aber hören Sie mich, oder? Ja, deswegen habe ich ja das Handy am Ohr. Ach so, ich dachte, Sie haben etwas anders. Ja? Auf Ihr Ohr. Telefonieren Sie denn mit einer Banane? Ah, ich dachte, Sie haben meinen Schwanz, aber oh, deswegen. Ah, okay. Was für ein Ding? Können wir weitermachen? Ja, bitte? Ja, was für ein Ding? Nochmal? Wie heißt denn die komische Software? Das heißt, können Sie schreiben? Ich kann schreiben, ja, und Sie? Ja, schreiben Sie bitte. Wohin denn? Also, XXAVI. Moment, da muss ich mir erst einen Zettel holen. So, ich habe mir jetzt einen Zettel geholt. Was soll ich denn jetzt aufschreiben? Also, XXAVI. Also ein X. Ja. N wie Nordpol. Also ein N. Ja, N wie Nordpol. Hm. X wie Xavi nochmal. Noch ein X, ja. Hm. Ja. Und nochmal ein X. .com. Und noch ein X und dann .com. Also gleich drei Buchstaben auf einmal aufschreiben. Und dann? Also X... NXX, zweimal, .com. Und was soll ich damit machen? Einfach öffnen und gehen Sie da beim Suchen. Aber ich habe doch nur auf meinen Zettel geschrieben. Sie müssen das auf Ihr Handy oder auf Ihren Rechner schreiben. Nee, da schreibe ich nichts drauf. Dann ist ja das Gerät beschmutzt. Nein, nein, das ist das nicht. Warum ist das beschmutzt? Was meinen Sie? Ja, wenn ich das auf den Rechner draufschreibe, dann ist doch da, ist doch angemalt dann. Das wollen wir doch nicht. Was ist da angemalt? Was meinen Sie, Herr Mutterhaus? Nee, falsch. Herr Schaukelpimmel, Entschuldigung. Ja. Ja, was ist da? Das ist da die Programm. Was meinen Sie bitte? Möchten Sie dieses Programm haben oder nicht? Na, weiß ich nicht. Braucht man denn das Programm? Natürlich braucht man das. Ja, wofür? Genau. Also, schreiben Sie... Schreiben Sie das bei Ihrem Handy oder auf Ihrem Rechner und dann schauen Sie das, ob das für Sie ist oder nicht. Ja, also meine Oma hat immer gesagt, ich soll nicht einfach auf fremde Links klicken. Also von Ihrem Nachname, also kann ich merken, dass Sie eine Familie, also so wie eine Art Familie sind, ne? Weiß ich nicht, wie man das am Namen merken kann, aber gut. Das ist so, genau wie eine, so eine Artname. Das ist eine Artname, ja. Mhm, genau. Oder? Nennt man auch Nachname. Bitte? Das nennt man auch Nachname. Ach so. Ja. Ich dachte am Anfang, dass Ihr Nachname ist Wichser, oder nicht? Haben Sie irgendwie ein Problem? Nein, nein, es gibt kein Problem. Ja, und warum benehmen Sie sich denn so komisch? Ich habe nur gedacht, sind Sie schwul vielleicht? Haben Sie irgendwie eine Macke? Bitte? Haben Sie irgendeine psychische Störung? Nein, nein, sind Sie schwul? Ja, was geht denn Sie das an? Haben Sie irgendwie eine psychische Störung? Nein, nein, das ist nur eine einfache Frage. Aha. Sehen Sie also, oder nicht? Ja, wenn Sie nach Männern am Telefon suchen, dann sind Sie hier falsch. Ja, bitte? Ich finde, Sie sollten Ihre Gelüste woanders frönen, aber nicht am Telefon. Nicht mit Ihnen, nicht mit Ihnen, natürlich nicht. Ja, und dann unterlassen ja, Sie bitte solche nicht. Komischen Sachen. Weil, wissen Sie warum? Weil Sie sind so wie eine Schwanzlutscher, deswegen. So wie eine Wichser. Okay, genau. Und das erzählt mir der Onkel von so einer seriösen Trading-Plattform, oder was? Was für eine seriöse, Sie sind doch nicht seriös. Schau mal Ihren Nachname. Mhm. Oder Ihre E-Mail-Adresse. Typ am Telefon. Sie sind doch ein Wichser. Ja. Naja, immerhin bin ich kein Betrüger. Sie sind doch eine kleine Schwuchtel. Ja? Genau. Oh. Ja, ja. Ich bin aber ungezogen. Der Wichser. Ja. Oh. Na, herzallerliebst. So ganz zum Schluss hat der Betrüger dann wieder sein wahres Gesicht gezeigt.
Ja, und wo die Reise eigentlich hingeht. Vermutlich ist ihm hier am Namen vielleicht von Anfang an schon irgendwas Spanisch vorgekommen. Was aber auch komisch ist, warum macht er dann erst sein komisches Verkaufsgedöns und zieht es hier durch? Vielleicht hat ihm erst wieder ein Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass hier irgendwas in eine falsche Richtung läuft. Die unterstützen sich ja da gegenseitig. Alleine kriegen sie den Betrug ja nicht hin. Naja, und dann hat er wieder seine sexuellen Störungen rausgepult. So ist das immer wieder mit den Betrügern. Ich weiß nicht, warum das immer am Ende das Gleiche bei denen ist und die irgendwelche sexuellen Fantasien haben. Aber tja, es ist irgendwie immer das Gleiche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag, kann sich auch gerne mal den neuen Button unter dem Video anschauen. Da gibt es jetzt Kanalmitgliedschaften unter anderem Kakerlaken-Fan, Kakerlaken-Liebhaber und auch den Kakerlaken-Fetischisten. Hier unterstützt ihr den Kanal finanziell mit einem Premium-Abonnement. Umso mehr wir da werten, umso mehr können wir hier auf dem Kanal letztendlich auch umsetzen. Und umso besser werden am Ende auch die Videos. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.